So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rising World. Wie ihr seht, ich habe schon ein Bett gebaut. Wir haben hier große Bäume. Wir haben den Garten auch noch schon ausgebaut. Und zwar liegt es daran, dass ich Sonntag einen Livestream gemacht habe auf YouTube, der leider von YouTube wieder gelöscht worden ist und dafür habe ich sogar einen Strike kassiert. Anscheinend liegt es daran, also so in der E-Mail habe ich das so vernommen. Ich hatte ein Problem mit dem Livestream und habe innerhalb von ein paar Minuten 4, 5 Livestreams gehabt. Also jede Menge Videos hintereinander, die nichts zu bedeuten hatten und mein Desktop angezeigt haben und allen Quatsch. Und nach dem vierten, fünften Mal wurde auf einmal mein Video gelöscht. Ich habe versucht, ich hatte die anderen Videos hatte ich schon gelöscht. Ein Video hatte ich nicht gelöscht. Und das nächste Video wurde dann von YouTube gelöscht. Und ich habe die ganze Zeit Livestream weitergespielt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja. Und da hatte ich auch schon einen Strike sitzen. Dafür, dass die gesagt haben, dass ich quasi spamme. Dass ich Leute die ganze Zeit auffordere, auf meine quasi Seite zu kommen. Und das ohne. Dass das nichts zu bedeuten hatte, was ich da gemacht habe, quasi. Also so ungefähr habe ich es verstanden. Ja, blöd gelaufen. Aber was soll ich jetzt machen? Ich habe natürlich Einspruch eingelegt. Ich glaube auch nicht, dass da weit viel was von kommen wird. Die 3 Monate werde ich wahrscheinlich absitzen müssen. Livestream tue ich sowieso nicht so viel. Aber ich zeige jetzt erstmal, was ich überhaupt gemacht habe. Ich habe jetzt hier den Graben ausgebaut. Bis hier haben wir Wasser. Dann habe ich hier eine komplette, so einen kleinen Festungswall, so à la Hobbit nachgemacht. Also, hier geht es sogar unten in der Höhle. Von hier aus kommt man rein. Also, ich habe mir schon ordentlich Mühe ich hab gegeben und mir was dabei gedacht. Das hier soll so eine Hobbit-Höhle sein. Hier ist Futter drin. Quasi unser Wintervorrat. Ein Ahornbaum habe ich hier hingesetzt. Hier kommt eine Holzbrücke. Hier wollte ich eine Holzbrücke anfangen zu bauen. Die werden wir auch heute bauen. Heute werden wir nicht mehr so viel machen. Weil, ja, ich habe schon so viel gebaut jetzt. Und mich nervt das wirklich. Ich habe hier auch Geschenke hingesetzt. Ach, guck mal. Ach, da ist schon wieder fertig. Ja, also, ja. Also, ich kann es verstehen, dass Leute, es gibt bestimmt welche, die einfach sowas gerne machen würden zum Spammen. Ja, ob man dazu die Leute anregt, auf der Seite zu kommen. Natürlich, wenn man die ganze Zeit sagt, ob man Livestream macht, Livestream macht, Livestream macht, dann klicken die alle drauf. Ich hatte auch Zuschauer, habe ich gesehen. Und das tut mir auch wirklich leid, dass das so schief gelaufen ist, aber. Irgendwie wollte das Aufnahmegerät nicht so, wie ich das wollte. Aber schwamm drüber. Ich habe meine Lektion daraus gelernt. Ich werde jetzt erstmal keinen Livestream von machen mehr. Also jetzt habe ich erstmal Schnauze voll. So, jetzt mal Eisen haben wir hier. Packen wir hier rein. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde Wasser holen. Am zweiten Weihnachtstag werde ich auch noch eine Folge rausbringen. Das ist auch wieder Dienstag. Da werden wir wahrscheinlich so ein bisschen Festliches machen. So, vielleicht hier überall ausleuchten mit Feuer. Lampen, Feuer, ja. Also, der Garten soll mehr so an Hobbit erinnern. Also, ich möchte gerne so einen Hobbit-Garten haben. So ein bisschen. Ich möchte. Vielleicht so mittendrin so ein kleine Felsen oder sowas hier reinmachen. Ein paar Pflänzkes. Das soll gar nicht so, ja. Holzzaun hier lang machen. Die Holzzäune sollen gar nicht so gerade sein. Ein bisschen kaputt und, ja, alt. Schön gemütlich. Da soll Gemütlichkeit ausstrahlen. Mittendrin so ein paar Hühner laufen lassen. Schweinestall. Ja, so habe ich, also so hab ich mir wenigstens vorgestellt. Ich brauche mal wieder was zu futtern hier. Wir gehen los.
Also ich habe mir ein Bett gemacht, weil, ja, das ist wie Minecraft, dass man ein Bett braucht, damit man nicht woanders spawnt, weil ich ja in der letzten Folge das Problem hatte. Ich bin gestorben und musste erstmal sehen, dass ich wieder in mein Lager komme. Das war eine ganz schöne Sucherei. Zum Glück habe ich am Wasser gebaut, sonst hätte ich das niemals wieder gefunden. Niemals. Das wäre einfach vorbei gewesen. Da ich ja keinen Baumodus anhab, sondern auch hier drin sterben kann, wäre richtig blöd geworden. Aber ich habe es ja Gott sei Dank noch gefunden. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden lang gesucht, aber hat geklappt. So, ein Bett. Für das Bett musste ich auch mal eben so einige Schafe killen für die Wolle. Ich weiß, ich kann auch so einen Webstuhl und sowas alles basteln, aber ja, wohin damit alles? Also da müssen wir erstmal das Haus ausbauen, sonst ich möchte nicht hier alles vollstehen haben. Ich bin immer noch dabei, die Truhe da hinten auszuräumen. Immer zwischendurch gehe ich mal ein bisschen hin und hole mal wieder was raus. Aber ja. Kommt alles mit der Zeit. Unten den Keller, den möchte ich vielleicht nächste Folge nicht. Übernächste Folge fangen wir mal richtig an, unten da Verlies aufzubauen mit Skelette und. Ich habe sogar Skelette, habe ich schon ein paar gefunden. Die habe ich auch in einer Kiste reingepackt. Da mal unten Gefängnis hinmachen, Verlies, was? Ich weiß auch noch nicht, was ganz genau hinkommen soll. Können wir uns ja noch überlegen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man so alles im Keller reinbasteln kann. Fitnessstudio. Irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, die neuen Updates. Wie regelmäßig jetzt die neuen Updates kommen werden, weil. Hallo Schweinchen. Was ich auf jeden Fall noch möchte, ist, ich möchte gerne Tiere halten. Das auf jeden Fall. Aber nicht so blöd wie in. Ich habe ja gesehen, ja, man kann es schon, man kann hier jetzt schon Zucht machen, aber. Ey, da gehen ja die Kühe aus den Wänden raus und so weiter. Das sieht ja total blöd aus. So will ich nicht. Wenn schon, denn schon. Vielleicht ein paar Schafe? Wäre ja auch schon mal was. Ein paar Schweinchen. Können wir uns einen Schweinestall hinsetzen? Mann, der Graben ist bald leer, ey. Da muss ich mir eine neue Stelle suchen. Vielleicht habe ich ja noch. Ja, ich habe, glaube ich, keine mehr. Nee. Ah, ich finde, das sieht richtig cool aus mit der Wand, ey. Ah, hat schon was. Und dann noch so ein schöne Holzbrücke hier hin machen. Ach, herrlich. Und dann hier machen wir schöne. Hier haben wir eine Steinbrücke, die kloppen wir irgendwo mal um. Also die sieht sehr bescheiden aus. Da machen wir vielleicht irgendwo eine Holzbrücke wieder hin. Zum Haus. Zum Haus müssen wir sowieso noch einen zweiten Eingang bekommen. Ich möchte ja nicht mehr durch den Garten laufen. Ich möchte auch noch ein anderes haben. Was anderes. Und eine Anliegestelle möchte ich auch noch bauen gerne. Mit einem Boot. Irgendwie sowas. Vielleicht möchte ich auch noch einen Wald haben. Ja, eine Seite auf jeden Fall. Wenn wir da hinkommen, dann kommen wir in so einen Wald rein, in so einen Gruselwald. Wir haben ja diesen Hobbitgarten und alles, wo wir alles noch schön dekorieren und hast du nicht gesehen und jo. Bisschen Felsen hin machen und dann so ein Gruselwald mit so, keine Ahnung, Höhlen, Spinnen. Ja, Spinnen gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Ich habe jetzt noch keine gesehen. Ich habe einen Hasen, habe ich gesehen. Und Hühner, aber die laufen auch nicht so viele von rum.
Und ja, was sollen wir noch machen? Also der Wald, wenn, da müssen wir dann richtig viele Fichten kaputt kloppen. Weil im Wald, wir setzen dann vorne an solche Bäume. Ein paar von denen hier und dann im tiefsten Wald natürlich alles mit Fichten und sowas ausbauen. So richtig dunkel. Und natürlich dann Waldboden, nicht ihr schönen grünen Boden, das sieht ja ein bisschen blöd aus. Natürlich dann alles mit dichten Rasen und ich weiß gar nicht, kann man die hier, ich weiß noch gar nicht, wie ich die hier wegkriege. Wegkriege ich wohl, aber ich würde die gerne einpflanzen. Vielleicht hat da jemand auch noch eine Idee zu. Ich habe schon geguckt. Kriegt die mit. Die Geschichte kriegt die zwar kaputt, aber kriegt da keine Samen raus. Das ist sehr traurig. Was ich natürlich nicht ausprobiert habe, ist. Ne, kann man auch mehr. Per F kriegt man die auch nicht weg. Die möchte ich gerne haben. Unbedingt. So ist der Bach hier bald leer, ey. Können wir Beton reinkippen. Kommt dann eine Pulle Beton rein, fertig. Also ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Und ich glaube, ich habe hier auch noch. Ich hatte hier Bäume hingesetzt. Wo sind die hin? Ich hatte im Livestream habe ich hier Bäume hingesetzt. Da bin ich mir über. Ah ne, warte mal. Ich glaube, da hinten sitzen die Bäume drin. Warte mal. Ich glaube, da sitzen die drin, ne? Zum Glück habe ich das noch gesehen. Die packe ich jetzt. Ich glaube, eine wird hier ganz gut aussehen. Eine schöne Trauerweide. Eine hatte ich, da ist schon eine drin. Eine hier hinsetzen. Ich glaube, das war dann aber auch mit dem. Ach komm, wenn wir hier, setzen wir hier auch noch eine hin. So, dann sitzt hier auch noch eine Trauerweide. Was ein Trauerspiel hier. Haha. Ja, langsam kommt hier alles, wächst und gedeiht hier. Ich glaube, die Folge, die lasse ich hier heute etwas kürzer. Ja, dafür machen wir dann Weihnachtsspecial ein bisschen mehr. Ach, guck mal. Dann machen wir da ordentlich festliche Beleuchtung rein. Hier Beleuchtung rein. Oben gibt es noch nichts an Beleuchtung, da ist noch nichts fertig. Ich habe hier auch noch die Wand hingezimmert, aber ja. Leider alles für Nüsse. Ich habe mich die ganze Zeit selbst unterhalten. War auch mal was Schönes. Ja gut. Mache ich sonst ja auch immer. Auf jeden Fall, ich wünsche euch ein frohes Fest und ne. Ich hoffe, wir sehen uns Dienstag wieder. Ciao.